Hallo und herzlich willkommen zu unserem Praktikumsversuch Viskosymmetrie. Heute wollen wir exemplarisch unseren Praktikumsversuch durchführen, indem wir die Viskosität von Wasser bestimmen mit einem Kugelfallviskosimeter und exemplarisch die Viskosität von Glycerin mit einem Schwingklappviskosimeter untersuchen. Okay, hier haben wir unser Fallkörperviskosimeter mit einem temperierbaren Fallzylinder und hier haben wir unsere Fallkörper. In dem Fall sind das alles sphärische Kugeln. Die bestehen aus unterschiedlichen Materialien, haben also respektive eine unterschiedliche Dichte und andere Durchmesser. Daraus ergeben sich dann wie folgt auch die Kugelkonstanten, wie im Skript beschrieben. Nun befüllen wir zunächst einmal das Fallrohr mit Wasser. Dafür müssen wir natürlich eine Seite von diesem Fallrohr abdichten mit einem Gummistopfen. Dann drehen wir das Ganze einmal um und befüllen das erstmal mit destilliertem Wasser. Dabei ist darauf zu achten, dass wir möglichst keine Blasenentwicklung haben, da eventuelle Blasen die Kugel verlangsamen könnten oder für turbulente Strömungen sorgen könnten, was natürlich das Ganze nicht mehr richtig funktionieren lässt. Wie wir hier sehen können, haben wir jetzt leider ein paar Kugeln im Fallrohr. Die müssen wir jetzt erstmal zunächst entfernen. Nun füllen wir die erste Kugel ein mit dieser Pinzette. Und wir nehmen uns den zweiten Stopfen, um nun den Fallzylinder komplett zu verschließen. Luft, die nun noch im Fallrohr befindlich ist, wird mit diesem Stopfen verdrängt, rausgelassen und auch den können wir nun komplett abdichten. Die Kugel befindet sich hier nun ganz unten und wir wollen die Zeit messen, die Kugel braucht, um die folgende Strecke zu überwinden. Und das ist die Strecke zwischen diesem ersten und dem dritten Strich. Das sind 10 cm. Dafür ist wichtig, dass wir das ganze Fallkörperviskosimeter einmal, sag ich mal, rotieren. Wichtig ist, dass es dabei einrastet, das ist die feste Position, auf die auch dann die Kugelkonstanten etc. berechnet sind. Das hören wir an dem Rasten. Nun sehen wir, wie die Kugel sich relativ schnell bewegt, vom ersten Strich über den mittleren und dahin zum letzten. Und das ist der Moment, den wir eigentlich mit einer Zeitstoppuhr festhalten würden. Das Ganze nochmal. Und das Ganze würden wir jetzt mit der zweiten Kugel praktisch nochmal wiederholen und daraus dann die Viskosität vom Wasser berechnen können. Das zum Fallkörperviskosimeter. Okay, hier haben wir das Schwingplattenviskosimeter. Die Schwingplatten befinden sich genau hier. Diese kleine Markierung, die zwei Pfeile, die aussehen wie so ein Stundenglas, werden später sich noch als ziemlich wichtig erweisen. Und wenn wir damit nicht genau arbeiten, wird die ganze Messung nicht funktionieren. Wir werden jetzt als erstes einmal exemplarisch die Viskosität von Wasser messen. Dafür bewegen wir das Schwingplattenviskosimeter in die Flüssigkeit. Justieren dann genau den Flüssigkeitsstand, den Meniskus, dass er zwischen den beiden Pfeilen steht. Und dann können wir die Messung starten. Okay.
der digitalen Anzeige sehen wir nun einerseits die Temperatur und andererseits die momentan gemessene Viskosität. Wie wir sehen, liegt der Wert ziemlich nah am Literaturwert von Wasser. Abweichungen können wir mit der Viskosität oder gewissen Messungenauigkeiten erklären. Zum Beispiel, dass der Meniskus eben nicht hundertprozentig exakt an den Pfeilen justiert ist. So. Im nächsten Schritt werden wir nun exemplarisch die Viskosität von Glycerin messen. Dafür geben wir schon ein vorbereitetes Messgefäß mit Glycerin hier rein. Und bringen das Schwingplatten-Viskosimeter wieder in die Flüssigkeit. Wie gerade schon auch, justieren wir den Meniskus und können nun die Messung beginnen. Wie eben auch sehen wir hier nun die Temperatur und hier die Viskosität in Millipascal pro Sekunde. Könnt ihr euch vielleicht schon mal fürs Kolloquium überlegen, warum unsere Viskosität denn hier so stark vom Literaturwert abweicht. Was wir hier noch sehen, ist unsere Verdünnungsreihe. Das heißt, wir haben Glycerin sukzessive mit Wasser verdünnt. Und die Messwerte bekommt ihr als CSV-Datei von uns. Die temperaturabhängige Messung funktioniert komplett analog zu dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Nur, dass wir dieses Gefäß hier mit einem Thermostaten temperieren können. Hier hätten wir dann die Chemikalien, die wir benutzen. Das ist 1-Propanol oder auch N-Propanol. Glykol oder auch 1,2-Ethandiol. Und unser Glycerin.